Vielleicht stellen Sie sich die Frage, wie haben wir, Menschen, den Ozean getötet? Immerhin ist der Ozean seit Milliarden von Jahren eine solche Kraft auf unserem Planeten. Die Antwort ist ganz einfach. Wissen Sie, was unsere Menschheit von allen anderen Spezies unterscheidet? Die jemals über Milliarden von Jahren auf der Erde existiert haben? Wir begannen etwas zu tun, woran niemand zuvor gedacht hatte. Synthetische Kohlenwasserstoffe herzustellen, die ihnen besser als Plastik bekannt sind. Vor uns gab es kein Plastik im Ozean. Und seit den 1950er Jahren landete das gesamte Plastik, das auf der Erde produziert wurde, früher oder später im Ozean. Nach verschiedenen Schätzungen befinden sich heute zwischen 75 und 200 Millionen Tonnen Plastik im Ozean. Würde man die Fläche aller Plastikmüllinseln im Ozean zusammenzählen, entspräche das der Größe der Vereinigten Staaten und Australiens zusammen. Außerdem ist das an der Ozeanoberfläche sichtbare Volumen an Plastik nur ein winziger Bruchteil, nicht mehr als 1% des gesamten Plastiks, da der größte Teil davon in den Tiefen des Ozeans verstreut ist. Übrigens, genau aus diesem Grund begannen zum ersten Mal in der Geschichte die Korallenriffe abzusterben. Diese riesigen, lebenden Organismen im Ozean, die Milliarden von Jahren ohne Probleme existierten. All das ist darauf zurückzuführen, dass der Ozean jetzt Plastik enthält. Warum ist Plastik so gefährlich für die Ozeane? Da Plastik nicht biologisch abbaubar ist und sich in der Umwelt nicht zersetzt, zerfällt ein großer Teil davon einfach in kleinere Partikel, die als Mikro- und Nanoplastik bekannt sind. Diese Partikel durchdringen die gesamte Tiefe des Ozeans. Praktisch jeder Wassertropfen im Ozean enthält Nanoplastikpartikel. Aufgrund seiner spezifischen Zusammensetzung hat Mikroplastik eine einzigartige Eigenschaft. Es stört die Wärmeleitfähigkeit des Ozeans. Durch das Vorhandensein von Mikroplastik kann der Ozean heute die überschüssige Wärme, die aus dem Magma kommt, nicht mehr abführen. Das Magma überhitzt sich infolge der zusätzlichen Energie, die durch den kosmischen Einfluss, der in einem Zyklus alle 12.000 Jahre auftritt, in den Kern des Planeten strömt. In früheren Zyklen hat der Ozean dank seiner kühlen Temperatur überschüssige Wärme aus dem Erdinneren absorbiert, sie an die Oberfläche und anschließend an die Atmosphäre und den Weltraum abgegeben. Jetzt aber führt der Ozean die Wärme aus den Tiefen der Erde nicht mehr effektiv ab, sondern speichert sie in seinem Inneren. Stellen Sie sich vor, der Ozean ist zu einer dicken Decke geworden, die die Wärme zurückhält und sie nicht entweichen lässt. Dadurch kann die überschüssige Wärme nicht entweichen und die Erde heizt sich noch mehr auf, auch der Ozean selbst. Dies führt dazu, dass mehr Wasser in die Atmosphäre verdunstet und Mikroplastik geht vom Wasser in die Luft über und sammelt sich dort an. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses Mikroplastik in der Atmosphäre verhindert, dass überschüssige Wärme den Planeten verlässt. Letztendlich bleibt die überschüssige Energie, die aus dem kosmischen Einfluss stammt, auf der Erde und führt zu einer Verstärkung der Katastrophen. Sie können sich diesen Vorgang so vorstellen, als ob wir einen Hamburger in eine Plastiktüte stecken und beginnen würden, ihn zu erhitzen. Durch die Plastiktüte kann die Wärme nicht entweichen, sodass sich der Hamburger in diesem Fall viel stärker erhitzt, was bedeutet, dass sich die Bulette, der Ketchup und der Käse noch stärker erhitzen. Das ist genau das, was mit unserem Planeten, seinem Kern und dem Magma passiert. Sie heizen sich noch mehr auf, weil die Wärme nicht abgeleitet wird. Und das geschieht zum ersten Mal in der Geschichte. Dies ist auf den Diagrammen deutlich zu sehen. Dieses Diagramm ist von entscheidender Bedeutung. Auf der horizontalen Achse werden die Jahre dargestellt, auf der vertikalen die Erwärmung. Die rote Linie bildet die Erwärmung von unten ab, die blaue Linie die Erwärmung von oben. Vor 1995 erwärmte sich das Oberflächenwasser stärker als die tieferen Schichten und die blaue Linie im Diagramm lag über der roten. Doch dann änderte sich alles. Das Wasser begann sich von unten her stärker zu erwärmen, wie auf der Grafik zu sehen ist, wo die rote Linie den Platz mit der blauen tauscht. Der Grund für diese Verschiebung ist der Aufstieg von Magma zu den ozeanischen Platten, dass die Wassersäule zu erwärmen begann. Ähnlich wie ein beheizter Fußboden die Luft in einem Raum erwärmt.
Infolgedessen begann der Ozean, die Wärme in seinen Tiefen rasch zu akkumulieren. Die nächste Grafik zeigt, dass die Erwärmung der Ozeane in den letzten 30 Jahren um 450% zugenommen hat. Die zusätzliche Wärme, die durch diese beschleunigte Erwärmung entsteht, entspricht der Energie, die freigesetzt werden würde, wenn jede Minute 10 Atombomben im Ozean explodieren würden. Stellen Sie sich nur einmal die immense Energiemenge vor, die dabei freigesetzt wird. Sie sehen hier ein Diagramm, das den raschen Temperaturanstieg im Nordatlantik zeigt. Ein besonders starker Anstieg im Jahr 2023 deutet darauf hin, dass die Menge an Wärmeenergie, die aus den Tiefen entweicht, erheblich zugenommen hat. Auf diesem Diagramm stellt die horizontale Achse die Monate und die vertikale Achse die Temperaturen dar. Das Diagramm zeigt mehrere Linien, die jeweils die Meerestemperatur für ein bestimmtes Jahr darstellen. Die gelbe Linie stellt die Temperatur für 2016 dar. Die rote Linie für 2023 und die schwarze Linie stellt die Durchschnittstemperatur über den gesamten Beobachtungszeitraum dar. Die rote Linie für 2023 liegt deutlich höher als alle anderen Linien. Das bedeutet, dass die Temperatur des Ozeans im Jahr 2023 viel höher ist als in allen vorangegangenen Jahren, was beispiellos ist. Sehen Sie sich das Temperaturdiagramm für den Golf von Mexiko an, der das Klima in den Vereinigten Staaten maßgeblich beeinflusst. Im August 2023 ist die Temperatur im Vergleich zu den Vorjahren einfach in die Höhe geschossen. Welche Folgen hat die Erwärmung des Ozeans für uns? Es ist wichtig zu verstehen, dass der Ozean die Küche des Wetters ist und ein überhitzter Ozean die Zunahme von Naturkatastrophen auslöst. Deshalb werden wir sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf der ganzen Welt noch mehr Katastrophen erleben. Die Vereinigten Staaten sind von verschiedenen Seiten von Ozeanen umgeben. Stellen Sie sich vor, dass sich in unserer Nähe riesige Töpfe mit kochendem Wasser befinden. Das Wasser verdunstet und wenn es sich dann in der Atmosphäre ansammelt, kommt es zu heftigen Niederschlägen. Diese Niederschläge fallen dann als extreme Regengüsse innerhalb weniger Minuten und führen zu plötzlichen Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Erwärmung des Ozeans speist Hurrikane und Stürme, provoziert Hitzewellen und führt zur Zunahme von Tornados und Hagelstürmen. Auf diese Weise sehen wir, dass durch die Erwärmung des Ozeans, die durch das Aufsteigen von Magma verursacht wird, immer mehr Kataklysmen auftreten. Mikroplastik verschlimmert diesen Erwärmungsprozess. Die akkumulierte Energie setzt sich auf dem ganzen Planeten in Form von immer gewaltigeren Katastrophen frei, in den USA und weltweit. Wird es uns gelingen, Maßnahmen zur Rettung des Ozeans zu ergreifen, bevor er uns während seines Untergangs mitreißt? Die Säuberung der Ozean. Wenn Feuchtigkeit verdunstet, steigt das Mikroplastik von der Wasseroberfläche in die Atmosphäre auf. Es passiert die Filter des Gerätes und wird dort aufgefangen. Dieses Mikroplastik kann, wie alle anderen Abfälle auch, sicher entsorgt werden und die Technologien dafür sind bereits verfügbar. Indem wir Mikroplastik aus dem Ozean entfernen, stellen wir seine wärmeleitende Funktion wieder her. Außerdem wird die Atmosphäre von Methan und CO2 gereinigt, wenn wir ihr Feuchtigkeit in Form von Dampf entziehen. Infolgedessen verbessert sich die Wärmeleitfähigkeit der Atmosphäre selbst, was bedeutet, dass die Wärme besser in den Weltraum abgeleitet wird. Zurzeit werden die oberen Schichten der Atmosphäre dünner und sie nimmt an Höhe ab. Ein intensiver Entzug von Feuchtigkeit aus der Atmosphäre führt zu einer Normalisierung ihrer Höhe und die oberen Schichten werden dichter. Die Feuchtigkeitsmenge in der Atmosphäre wird sich stabilisieren, was zu einer Verringerung der extremen Niederschläge und Winde führen wird. Man sollte aber verstehen, dass diese Vorrichtungen das Klimaproblem nicht lösen können, da die Ursache der Klimaveränderungen nicht in der Atmosphäre liegt. Atmosphärische Wassergeneratoren können die Auswirkungen der Klimaveränderungen nur dann abmildern und die Erholung des Planeten beschleunigen, wenn wir das Kernproblem lösen, den Planeten vor der äußeren kosmischen Einwirkung zu schützen.